Das ist Joan Damian Martinez. Der Argentinier arbeitet seit einem Jahr in Hamburg und hat sich brav beim Bezirksamt Eimsbüttel angemeldet. Da hat er allerdings einen kapitalen Fehler begangen. Ich kann noch nicht so gut Deutsch. That is why I wrote the wrong application cross as an evangelistic Lutheran. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Damian hat evangelisch-lutherisch angekreuzt. Das hätte er nicht tun sollen. Ahnt auch seine Freundin. Nach ein paar Monaten haben wir festgestellt, dass Damian Kirchensteuer zahlen muss, obwohl er kein Kirchenmitglied ist. Ja, das ist so ein Kreuz mit dem Kreuz. Aber das wird man ja wohl auch rückgängig machen können. Das Finanzamt ist zwar nicht zuständig, aber das Bezirksamt Eimsbüttel. Sie schreiben dem Bezirksamt. Das Bezirksamt hat uns an die Kirche verwiesen und hat gesagt, es bräuchte eine Negativbescheinigung der Kirche. Sie schreiben der evangelisch-lutherischen Kirche. Und? Die Kirche hat gesagt, dass sie eine Negativbescheinigung nicht ausstellen könnte, weil Damian Kirchenmitglied sei. Klar, er hat ja das Kreuz gemacht. Aber er könne gern einen Antrag auf eine Kirchenmitgliedschaftsprüfung stellen. Da müsste er nur ein paar Fragen beantworten. Bitte geben Sie uns auch Auskunft zu den vollzogenen kirchlichen Amtshandlungen Ihre Person betreffend in Abschnitt C. Nachweise zum Kirchenaustritt und zu kirchlichen Amtshandlungen fügen Sie bitte ausschließlich in Kopie bei. Also das versteht man doch nicht mal als Deutsche. Plötzlich verkündet das Bezirksamt Eimsbüttel die frohe Botschaft, dass das Kreuz zurückgenommen wird und er doch kein Kirchenmitglied ist und er auch keine Kirchensteuer zahlen muss. Yes. Abgebucht wurde die Kirchensteuer allerdings trotzdem. Auch im nächsten Monat und auch im übernächsten. Sie schreiben wieder dem Finanzamt und das sagt, er müsse nun doch der Form halber aus der Kirche austreten. Damian füllt den Antrag auf Kirchenmitgliedschaftsprüfung aus. Und schon nach einem Jahr Prüfung durch Finanzamt, Bezirksamt und Kirche steht fest. Jetzt hat mittlerweile die Kirche hier auch bestätigt, dass er kein Kirchenmitglied ist und auch noch nie ein Kirchenmitglied war. Die 700 Euro Kirchensteuer bekommt Damian allerdings noch nicht zurück. Erst mit dem Lohnsteuerjahresausgleich.